Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade 3. Ich habe gerade was extrem Interessantes gelernt, das zeige ich euch gleich. Ich habe einfach mal ein bisschen hier so im Menü rumgeguckt, weil das ist ja eh nicht immer so ganz spannend. Und es gibt hier einen Punkt. Scheiße, wo war der jetzt? Irgendwo war Training. Wo war denn Training? Hier? Nee? Hä, wo war denn Training gerade? Bin ich blöd? Wo bin ich hingegangen, dass ich Training gesehen habe? Nee, Karte auch nicht. Helden? Auch nicht. Okay, irgendwo. Irgendwo war Training, ist auch egal. Und da gab es. Ein Trainingsding und das. Wie hieß das denn jetzt nochmal? Anschlüsse, genau. Und was ich nicht wusste, oder was ich bisher wusste, war, dass man an einen normalen Angriff eine Technik machen kann. Aber man kann an eine Technik, eine Fusionstechnik direkt anschließen, an eine Fusionstechnik, eine Technik und so weiter und so fort. Und so kann man mehrere Techniken hintereinander halt machen und die werden immer stärker und laden sich gegenseitig wieder auf. Ich versuche das jetzt einmal ein bisschen zu zeigen. Also das wäre ein normaler Anschluss. Ein normaler Angriff und dann eine Technik. Aber wenn ich gleich links auch aufgeladen habe, die Meistertechniken, dann kann ich auch. Oh, schon tot. Dann kann ich auch Fusionstechniken machen. Und die kann ich direkt anschließen. Was ganz interessant ist, wie ich finde. Mal gucken, was hier gibt. Keine Beute? Geh weg. Was ist denn da oben? Da oben ist wieder was blau. Da will ich hin. In der letzten Folge hatten wir ja die neue Klasse bekommen vom Zeon. Dieses Schild und Schwert. Das könnte ich auf Noah machen. Aber ich finde diese Doppelwaffe besser bei Noah. Ich glaube, also ein Tank reicht aktuell, würde ich fast sagen. Plus 100, sehr schön. So, wo war das blaue Ding? Ah, da oben. Ja, das finde ich ein bisschen schade geregelt. Also ein bisschen höher springen wäre schon gut. Oder alle Klippen ein bisschen niedriger. Ist manchmal undurchsichtig, wo man hoch kann und wo nicht. Also hier komme ich, glaube ich, nicht hoch. Gleich von rechts dann. Und wo ich gleich einmal hin will, ist. Kolonie 9 war das, glaube ich. Da gab es eine Kiste, wo man auch so einen Sandberg hoch muss. Den kann ich ja jetzt so hoch und dann will ich einmal hin und die Kiste aufmachen. Weil man weiß ja nie, was drin ist. Vielleicht braucht man das ja. Isn't that something? Und ich habe gesehen, es geht ja jetzt weiter mit der Hauptstory. Und das Witzige dabei ist, da müsste man Level 17 für sein. Und ich bin einfach Level 28 oder 29 schon. Also viel zu hoch für die Hauptstory. Das wird also gleich alles ein bisschen einfacher werden. Zum Glück. Weiß gar nicht, welche habe ich denn hier gerade? Öffne den Nachschubcontainer. Was mache ich? 200 Meter, chillig. Ansonsten, ich habe mich natürlich von nix irgendwie spoilern lassen oder mir nix angeguckt. Ich will dieses Let's Play komplett alleine einmal schaffen, ohne dass ich mir irgendwas angucke oder beeinflussen lasse oder so. Das ist natürlich dann alles ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das ist dann auch ein bisschen authentischer. Da hinten ist noch ein Container, den kann ich am eben holen.
Krass, hier waren wir noch nie. Stufe 4, wie süß. What are you hiding, little guy? Noch von Silbermützen sind sehr gut, damit kann man nämlich Level überspringen und ich glaube, es gibt einen bestimmten Punkt, wo die Klassenlevel nochmal höher gehen können. Die sind jetzt gerade auf 10 Maximum, aber ich wette, die gehen noch höher demnächst. Abgeschlossen. Schön. Was ist jetzt eher? Und jetzt, genau, jetzt geht es weiter mit der Haupthandlung, aber vorher, wie gesagt, möchte ich einmal dahin, wo dieser Eisberg war. Dieser Sandberg. Tja, wo war der? Wir sind in Aethia, das heißt, ich muss sowieso einmal, sowieso erstmal hier durch. Einmal da durch und dann geht's rüber zu dieser... Oder war es Nee, warte, war es nicht Aethia? Scheiße. Nee. Das war... Nee, das war nicht Aethia. Gamma? War es bei Gamma? Scheiße, ich weiß das doch nicht mehr. Ich habe so ein Gefühl, es wäre hier gewesen. Ich habe so ein Gefühl, als wäre es hier gewesen. Fröstelrinnenlager. Panoramafels. Ich meine, hier war's. Panoramafels, oder? Wenn ich die View sehe, dann weiß ich's wieder. Da haben wir doch gekämpft gegen den Typen. Gegen Zeon. Ja, oder? Ja, hier sind auch die Level. Ja, hier war das. Jetzt muss ich hier nur den Weg wieder zurück. Da hinten bin ich ja hoch und dann muss ich da unten. Da hinten war das irgendwo. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht da eine Schnellreise habe hin. Ja, ich glaube einfach. Ich laufe das Stück. Da über die Brücke und dann da hinten runter und da war die Kiste. Ich weiß noch nicht, ob sich das Ganze lohnt. Bei dem kann ich auf jeden Fall das mit der Fusionstechnik einmal jetzt lernen. Und den Anschlüssen. Immer diese, wenn dieser weiße Blitz aufleuchtet, da mache ich ja... in Anschluss. Aber das gleiche geht auch nochmal mit Fusionstechniken. Das heißt, ich mache jetzt gleich... Ich mache jetzt so. Ja. Da habe ich drei hintereinander gemacht. Keine Ahnung, ob das gut ist, aber... Warum nicht? Ich kann also viele hintereinander anschließen. Und dann kommt so ein gelber Blitz raus. Und das soll mehr Schaden oder so machen. Ich weiß es nicht genau, was es macht. Aber ich glaube, es ist hilfreich, wenn ich das kann. Vielleicht erklärt das auch, wieso manche Gegner so übel schwer waren. Vielleicht macht das auch einfacher dann. Stimmt, da hinten war da auch noch was, ne? Ein Ätherkanal war da hinten, da bin ich ja gestorben einmal. Ups. Den da könnte ich besiegen, scheint immer gut. Und ich habe gelernt, Fusionstechniken erhöhen die das Synchro-Ding. Ich habe jetzt viermal hintereinander irgendwelche Anschlüsse gemacht. Das war schon krass.
Weg ist er. And I was the MVP. You were all thinking it. Ja, da hinten ist der Sandberg, ich sehe ihn schon. Da hinten ist der Sandberg, da muss ich einmal hier noch komplett rumlatschen. Oder wie? Ja. Da hinten war er. Bei dem Wasser, habe ich da nicht einen Schnellreisepunkt? Danke für den Lurk. Bei dem Wasser. Da kann ich doch von hier aus viel schneller, oder? Den ganzen Weg latschen. Da ist es. Genau das meinte ich. Und da mache ich Story weiter. Ey, 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 ich kann doch jetzt hier hoch. Ja, geht doch. What are you hiding, little guy? Und was Geiles? Edelstein, 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 das ist schon mal gut. Windarmreif. Okay, hat sich jetzt nicht so krass gelohnt. Naja. Okay, Story weiter. Story weiter. Ja, muss ich safe wieder nach unten, ne? Hier gäbe es noch ein Fragezeichen. Missionsereignis. Da geh ich. Komm, das machen wir eben. Bevor ich die Hauptstory weitermache. Beim Lenny. Ah, ich glaube, das ganze Dorf hier kann ich machen. Kann das sein? Ein Abschiedslied. Ah ja, Abschiedslied, das kennen wir ja. Irgendwelche Leute nach Hause schicken. Gibt doch wieder gute Harmonie. Ja, ich glaube, in dem Dorf hier muss ich mal einmal alles machen. Wegweiser. Gut, gut. Ist hier noch mehr? Als ob ich die Kantine noch nie entdeckt habe. Lull. Unterkünfte noch nie entdeckt, das ist ja witzig. Hier war doch noch einer. Das hier ist Kolonie 9. Gucken wir, ob es hier oben noch was gibt. Ah ja. Ach, das ist Kai, der Blödsack. Das ist da, wo ich gerade war, die Kolonie. Mal umschauen, das lohnt sich immer. War ich hier nicht schon mal? Ja, ich war hier schon. Den Container hatte ich schon. Okay. Ich frage mich halt immer, wie tief kann ich springen? Wir müssen es einmal ausprobieren. 800, okay, das war schmerzhaft.
Okay, dann quatschen wir mal eben. Und wir hauen uns auch ein Essen rein. Let's rest and heal up. Besprechung. Shall we put our heads together on this? Die Besprechung habe ich ja gesagt, die überspringe ich. Das ist einfach nur, dass man eine Mission bekommt. Oder halt Erfahrung. Shall we put our heads together on this? Angenommen. Okay. Ich find's doof. Wieso habe ich nur ein Essen zur Verfügung? Wieso habe ich nichts anderes? Das ärgert mich ein bisschen. Auswählen. Ich will mehr Essen. Wenn mir das jemand erklären könnte, wo kriege ich noch andere Essen? Erhöht Klassenpunkte. Das brauche ich halt nicht mal. Das brauche ich. Ach, Kolonie 9 Kantine. Jede Kantine hat wahrscheinlich einen anderen Essenseffekt. So ist das. Gecheckt. Direkt gecheckt. Roald. Mit dir mal besser. Noch eine neue Mission. Alter, die wollen aber hier viel von mir. Okay, da fange ich mal an. Da ist noch ein Container oder so. Ach, ein Händler. Brauche ich glaube ich nicht. Noppon Silbermünzen, sehr gut. Dann ist noch ein Fragezeichen. Immer schön umgucken. Gar nicht geguckt, welches Level ich sein muss, aber ich denke mal, das werde ich schon hinbekommen. Gegen so ein paar Ratten kämpfen. Ist egal, ich weiß höher. Ah, Level 12, okay. Wilde hast die Horde geschafft. Wegweisen. Das überspringen wir. Hinten ist noch eine Kiste, habe ich gesehen. Sneak a peek. Und Harmoniepunkte schmeckt. Missionen. Was haben wir jetzt? Die Krise von Kolonie 9. Wird erstmal das hier machen, ne?
Sprich auf dem Blablabla-Hügel mit Blablabla. 1000 Meter, ach du meine Güte. Alter, was geht denn hier ab? Übel viel Interaktionen. Coming here, I think back to the day of the mission. We were enemies back then, huh? Funny how things turn out. Aha. Okay, suchen wir den ganzen Bereich hier mal ab und sammeln alle ab, ein. Das ist bestimmt auch für irgendwas gut. Hier die Musik ist natürlich ein bisschen episch, ne? Fühle ich. Stufe 1 Gegner. Das hier ist das komplette Startgebiet. Aber da hinten ist einer auf Level 42. Das ist ja auch wieder witzig. 42, 42. Würde mich halt voll interessieren, ob ich den schaffen würde, ne? Wahrscheinlich so viel Leben wie Möbius. Da hinten sind noch mehr Feldrationen. Ich renn da eben hin. Da gehe ich doch nicht hin. Hab mich umentschieden. Ey, das ist hier gar nicht die Mission, die ich gerade machen muss. Kann das sein? Weil die ich da anvisiert habe, ist 2000 Meter entfernt. Lol. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Über mir. Oh. Hier bin ich auf jeden Fall falsch. Ups. Upsi. Hier soll ich hin. Oder? Es sind mehrere Ausrufezeichen. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Das war wahrscheinlich auch 1000 Meter. Wahrscheinlich die. Ah, das ist es. Das ist auch anvisiert. Glaube ich mal von hier aus dahin. Ah, hier ist auch die Minifabrik. Da können wir sowieso mal hin. Da wollte ich sowieso mal hingehen. Ob ich da mit dem ganzen Äther noch irgendwas machen kann. Ist hier was Neues? What should we get? Um Items herzustellen, was gab's denn hier nochmal? Gab's hier nur Futter und sowas oder gab's hier auch was Cooles? Ist das nicht mehr? Oha, oha. Okay, gibt's auch rare Sachen. Na, für einen Lurk. Hä? Level 14, du willst kämpfen? Zu Lebensmühle?
gucken, ob es hier was Tolles gibt. Noppermünze. Ich habe so viele Noppermünzen. Ich mache jetzt ja mal einmal. Aber. Easy. We're unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gall. Oh, da hinten ist der Riesenaffe. Ey, wenn ich Level 80 bin, ist das das Erste, was ich mache, diesen Affen da besiegen. Da habe ich nicht Bock drauf. Diesen fetten Affen da besiegen. Der gibt doch den Ultra-Loot, oder? Hier ist noch ein roter. Drei Sachen miteinander gemacht. Keine Ahnung, ob das gut war, aber fühlt sich gut an. Bezwungen. Easy. Weiß auch nicht, wofür man diese Fragmente hier braucht, aber die sind bestimmt selten. Ich glaube, es wird einmal richtig krass, wenn ich Level 30 komme. Und man einfach noch ein Item einsetzen kann. Oh Gott, da hinten beim Affen. Ach, mehrere? Zwei Sachen habe ich, okay. Was beschützt er da? Nur ein paar popelige Items oder was Krasses? Oh Gott, der Affe kommt wieder. Ich hab den Affen bisher noch nicht von vorne gesehen, ne? Ach du Kacke, der greift mich doch safe an. Ich bin tot. Ich sag, ich bin tot. Wieso steht der genau da beim Affen? Achso. Du willst kämpfen? So, auf jeden Fall bist du Affe da. Oha. Stufe 80. Alter Falter. Dreht er? Er geht doch weiter. Noch mehr 70er. 80er. Ach du Kacke, hier ist richtig Endgame-Gebiet.
Und das ist, ach, das ist so ein Elite-Gegner auch noch. Okay, der ist krass. Ich weiß nicht, ob ich links, will ich links vorbei oder rechts vorbei? Ich glaube, ich will einen ganz weiten Bogen um den machen. Okay, er läuft da komplett lang, nur links lang. Also umso öfter wir das spielen, umso schöner finde ich's. Muss ich sagen, das Game. Ah, guck mal, da kann man klettern. Da könnte ich auch mal hochklettern. Hallo. Hallo. Hallo, Skoppel. Ich habe gesehen, du hast eben ein bisschen Monster Hunter gespielt. Oh, da könnte ich auch mal einmal hin. Hallo, Schiffer. Oder komme ich da noch von oben rein? Drauf. Wie komme ich da hin? Das war irgendwas blau. Wie komme ich da rein? Bestimmt von hier. Wetten? Wetten von hier? Würde ich. Also das ist doch. Da wette ich drauf. Und das will ich jetzt auch rausprobieren. Ach, war's mal kurz an. Okay. Ja, hier geht's rein. Das will ich machen. Ist hier einfach eine Höhle. Wieso kenne ich die nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, es kommen neue Höhlen. Kann das sein? Also, ich muss sagen, wir sind jetzt in Folge, keine Ahnung, 20 oder so. Und wenn man hier so Nebenmissionen macht oder halt nicht diese Hauptstory weitermacht, hat man auch nicht so krank viele Cutscenes und sieht einfach mal ein bisschen von der Gegend und kann hier so ein bisschen erforschen und mal ein paar Sachen machen und sammeln und so ein Zeug. Und da muss ich sagen, da entfaltet das Game erstmal nochmal eine ganz andere Gebiet für mich. Das macht mir nämlich extrem Spaß. So jetzt einfach so erforschen und Sachen mal wieder, also einfach mal ein bisschen sammeln, wo man vorher einfach mal vorbeigelaufen ist. Jetzt mal einfach auch ein bisschen. Einfach auch mal ein bisschen alles einsammeln und erforschen und nach links und rechts gucken und so. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich gehe gleich da hoch. Come after me and that's what you get. If only you didn't charge off on your own. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Ah, und da ist auch der Container, den ich wollte. Perfekt geklappt. Gucken, ob sie es gelohnt hat. Also hier ist so ein Tunnelsystem, da will ich ja jetzt erstmal gar nicht durch. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich überhaupt gerade hin will. Wasserschau in meiner Mission? Besprich etwas am Rastpunkt. Okay. Ab zum Rastpunkt. I'm getting peckish. Do we have any snacks?
Ja, das Gegnerdesign gefällt mir auch unglaublich gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich ja schon auch oft erwähnt jetzt. Das Gegnerdesign gefällt mir sehr gut hier. Ist sehr abwechslungsreich. Du hast nie das Gefühl, dass hier Sachen doppelt vorkommen oder so. Oder dass das irgendwie langweilig wird. 29, ein Level noch, Leute. Ein Level noch. Das kann ich hier mal am Rastpunkt gucken wegen Essen. Hier ist das, was mein Noppon kann. Ne? Die ist mit 5% oder so. Genau. Und ich habe nichts anderes. Das nervt mich ein bisschen. Ich habe nichts anderes. Ich habe nur das Manana-Menü. Ah, 5% EP ist schon gut. Thanks ever so much. Nothing left behind? Okay, let's go. Sprich mit Url. Wo ist Url? 700 Meter, okay. Überall das Schwarze wegmachen, das nervt voll übel. Nicht wahr? Auch die Welt an sich ist sehr abwechslungsreich. Du hast hier echt das schön, die schöne Steppe mit dem Gras und dann ist da so ein Fluss zwischen. Also das ist sehr schon eye-catchy und dann hast du diese Wüste gehabt. Eben dieser Berg und Schnee und so ist schon, sind diese typischen Habitate, aber ist cool. Ist cool. Das überspringe ich. 200. Gut, gut. Let's just sneak a peek. Ja, die Weitsicht ist schon cool. Schaut euch das mal an. Das ist schon ganz cool. Is this like a rare thing? Irgendwie fehlen die Bäume, habe ich ja auch schon gesagt, ne? Problem bei Bäumen ist, Bäume brauchen extrem viel Power und die Switch hat halt keine Power, deswegen siehst du ja keine Bäume. Deswegen hast du in jedem Pokémon-Game in der Weitsicht keine Bäume und deswegen hast du auch bei, ist Zelda ja auch so ein krasses Übergame, weil du da Bäume hast. Bäume überall hinzusetzen, vor allen Dingen in der Nahsicht, kostet ultra viel Grafikpower. Ultra viel. Und vor allen Dingen bei so einem Open-World-Game. Bei Kirby gibt es einen Baum. Genau hinter dem Baum stehst, dann guckst du da so halb durch. Und das ist ja nicht so ein riesen Feld, wie das in der kleinen Level.
Und da ist das Problem, wenn du halb durch den Baum durchguckst, dann muss die Switch das komplett doppelt rendern. Weil es muss einmal das normale Game rendern und einmal die Durchsicht durch den Baum. Und da leckt das schon. Und wie willst du das hier machen? Jeder, der auch mal das Zelda Hyrule Warriors gespielt hat, da sind ja auch Bäume. Und mit den ganz vielen, mit den vielen Gegnern und so, da droppen die Frames teilweise auf 15 Frames pro Sekunde, weil das mit den Bäumen einfach so ein Problem ist. Scheiße, habe ich nicht geguckt, was ich gemacht habe, aber ist auch egal. Ich kann das nicht perfekt erklären. Wer da mal mehr wissen will, kann gerne mal den Kanal SAMB abchecken. S-A-M-B. Der macht extrem, extrem geile Technikvideos. Und der erklärt das ganz genau. Der ist selber, habe ich die schon ausgefahren? Ach, die habe ich schon ausgefahren. Stufe 30. Ja, und der ist selber Game Designer, hat Spiele entwickelt und ist jetzt irgendwie in Beratungstätigkeiten für kleinere Indie-Entwickler. Der macht sehr gute YouTube-Videos genau über dieses Thema. Und Bäume, ich weiß nicht wieso, Bäume ist einfach ein Killer in Videospielen. Ich kann euch nicht sagen, wieso. Irgendwie kriegen die das nicht hin. Da gibt es wohl verschiedene Techniken, dass das besser geht oder auch nicht. Ja. Ansonsten hast du halt so Bäume wie ein Schwert und Schild, die so aussehen wie auf dem N64. Ja, das mit dem Gras so. Das Gras interagiert ja auch gar nicht hier mit mir, ne? Das ist ja wahrscheinlich alles nur... Ich kenne nicht die genaue Bezeichnung dafür, aber das interagiert ja nicht mit mir, das Gras, ne? Ich laufe nicht drüber und das bewegt sich, ne? Das seht ihr ja. Bei Zelda Breath of the Wild... Da wird gefühlt, es ist nicht so, aber gefühlt wird da jeder Grashalm da einzeln angesteuert und berechnet. Dann kommen da noch die Polygone hinzu und so. Leute, das ist ein Rabbit Hole, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist alles nicht so einfach. Aber wenn man da einmal so ein bisschen ein Auge für hat, dann weiß man, was krass ist und was halt nicht krass ist. Und deswegen mache ich mich immer so lustig über die ganzen Pokémon-Games, die halt einfach technisch gesehen... Schmutz sind. Die sind einfach Schmutz, was die Technik angeht. Naja, ist halt immer noch die Switch. Ja gut, die Switch hat mehr Grafik... Die Switch hat mehr Grafikpower als eine Xbox 360. Das Problem ist die CPU. Die CPU, da ist so ein bisschen der Flaschenhals bei der Switch. Die Grafikpower ist gar nicht so das Problem. Problem ist immer dann, wenn du viele Sachen berechnen musst. Grafikpower an sich ist gut genug. Moin Luca. Ja, das ist ja... Ich weiß nicht, also... Du siehst ja an Games wie Zelda Breath of the Wild, dass du trotzdem mit einem Handheld, Leute, das ist ein Handheld, ihr könnt das überall hin mitnehmen, im Bahn und in der Bus spielen und dann Games spielen wie Zelda Breath of the Wild, was auf einem Level ist wie Elden Ring. Okay, vielleicht nicht auf einem Level, aber es da schon nah rankommt. Also es liegt nicht nur an der Hardware, es liegt auch immer an den Entwicklern, die nicht das Maximum aus der Hardware rausholen. Das muss man halt auch einfach sagen, ne? Wieso kackt ein Pokémon ab? Also, ihr könnt, wenn Pokémon hier ist, wieso ist Breath of the Wild da oben? Auf der gleichen Konsole 5 Jahre, also man kann das raus, 2017? 2018? Es ist ja möglich. Es ist ja möglich. Dark Souls 1 portiert auf die Switch, sieht gut aus. The Witcher auch portiert auf die Switch. Ja, sieht nicht ganz so gut aus, aber es geht. Ist alles möglich. Muss halt nur die Entwickler haben, die das können. Oder überhaupt wollen. Und Game Freak oder Pokémon Company könnte das auch, aber... Die haben auch die Ressourcen dafür. Das ist das größte Franchise der Welt, aber... Ich weiß nicht wieso, aber die wollen einfach nicht. Die wollen jedes Jahr 2 Pokémon-Games raushasseln und einfach die Kohle kassieren. Es ist halt auch
Echt eine Frechheit, dass heutzutage immer noch zwei Pokémon-Games rauskommen. Wieso kommt Purpur und Karmesin? Einfach damit du doppelt das Game kaufst. Aber einen anderen Sinn hat das nicht. Ist komplett, meistens die komplett gleiche Story, ein bisschen abgewandelt. Einfach komplett das gleiche Game. Einfach bei dem einen Game ein paar Pokémon weniger und bei dem anderen Game die Pokémon rein und umgekehrt. Das ist einfach so eine Verarsche von Pokémon. Das kannst du dir nicht vorstellen. Breath of the Wild hat die Switch wirklich in die Grenzen gebracht, ja. Gerade dieses, Skoppel, wie heißt das da bei den? In diesem Wald. Im Wald, wo du auch das Master-Schwert bekommst. Da sind ja ganz viele Pflanzen und da siehst du, da droppt auch die Switch mal auf 20 und unter 20 Frames, weil es einfach zu viel ist. Oh, guck mal, hier ist noch ein Elite-Gegner. Verlorene Wälder, genau, danke. Ja. Das Problem ist halt, bei Nintendo wurde eine Führungsposition eingesetzt, der halt komplett nur auf die Zahlen guckt. Nintendo ist auch ein Aktienunternehmen. Und die müssen halt Zahlen vorweisen. Und darunter leidet dann halt einfach die Politik, die Nintendo früher gefahren ist, beziehungsweise teilweise fährt die ja immer noch, dass Games halt erst rauskommen, wenn sie fertig sind. Und wieso kommt Mario Strikers, ein Switch Sports raus und einen Monat später kommt da ein kostenloses Update und die bringen die Games einfach unkomplett raus. Das war halt nie bei Nintendo so. Früher hast du Plug and Play ein Spiel gespielt, da brauchst du kein Update. Das war einfach. Also, stellt euch mal vor, in 20 Jahren holt ihr euch Mario Strikers und es gibt keine Internet-Connection mehr. Es gibt da das Update nicht. Also, dann fehlen euch einfach vier Spieler oder so. Oder Switch Sports. Dann habt ihr keinen. Was kommt neu dazugekommen? Golf, glaube ich. Dann habt ihr kein Golf. Das gab's früher nicht. Spiele, die nicht komplett sind. Das ist schon ein Umdenken, ne? Jetzt die Kohle bekommen. Keine Beute, hau ab. Lieber jetzt die Kohle bekommen. Was war denn da, was Ende des Jahres rausgekommen ist, letztes Jahr? Genau, Legenden Arceus. Also, dass sie das rausgekasselt haben in dem Zustand, dass... Das, oh. Ich weiß gerade gar nicht, was mache ich hier eigentlich? Jetzt mache ich gerade Haupthandlung. Ich habe gar nicht mehr aufgepasst. Nicht so in Rage geredet. Vergessene Vorräte kann man machen. Beende erstmal die Folge, Leute. Gerne ein Like auf dem Video lassen, Kommentar da lassen, den Kanal abonnieren. Kommen ja noch einige Folgen. Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade stehen, aber da wird noch einiges kommen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.